Florian! Oh, so halb acht. Grüß die Uschi von mir. Hey, Hansel! Na, alter Penis. Wie geht das, Junge? Was macht die Impotenz? Wird überbewertet. Da sagst du was, da sagst du was. Ey, ich habe dir was mitgebracht. Für meinen besten Kumpel Hansel. Nur vom Feinsten, nur vom Feinsten. Ja, mein Freund. Ey, pass auf. Und denkt ihr, du hättest dich noch bepisst? Das geht ja gar nicht. Was trinkst du denn da Schönes? Edles Weizbier. Ey. Ich darf doch, oder? Fupp. Prost, Hansel. Alter. Was ist denn das? Das schmeckt ja wie Edles Pisse. Das ist ja voll warm. Das kannst du mir doch nicht anbieten. Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute stelle ich euch mal einen Bierkrug mit Kühlfunktion vor. Den Bierkrug könnt ihr auf Amazon kaufen, weil er aber heiß begehrt ist, ist er derzeit leider nicht verfügbar. Kostenpunkt liegt um die 9 Euro. Das nette Mucki-Shirt, was ich im Video am Anfang anhab, das könnt ihr auf Amazon auch erwerben. Kostet jetzt 24,99 Euro plus 3,99 Euro Versandkosten. Den Link zum Muskel-Shirt pause ich dann im Textfeld unter dem Video. Da klickt ihr drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Den zum Bierkrug werde ich dann sofort aktualisieren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Sollte einer der Links mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so wird er geliefert, der selbstkühlende Bierkrug. Und den werde ich jetzt mal auspacken. Und so sieht's aus, das Objekt der Begierde. Füllmenge ca. 1,5 Liter. Also das Plastik, ihr habt da so einen Plastikgriff. Hier ist die Trinkansetzstelle, nenne ich es mal so. Da ist nichts Scharfkantiges, ist eigentlich ganz gut verarbeitet. Dann ist er mehr so milchig. Und hier habt ihr diese Flüssigkeit, die nachher gefriert. Das ist die Unterseite. Ja, und hier habt ihr dann zu tief ins Glas geschaut. So eine Art Bedienungsanleitung war noch mit dabei gewesen. Da steht: den Bierkrug kopfüber 2 bis 4 Stunden dann in das Gefrierfach reinstellen. Also quasi so und dann mal ein bisschen gefrieren lassen. Na dann wollen wir mal. So, kopfüber hinein mit dir und dann sehen wir uns nachher wieder. Die 4 Stunden sind rum. Hier haben wir jetzt das gefrorene Glas und das schaut dann so aus. Jo, und da rein werden wir jetzt mal Flüssigkeit füllen. Mein Nachbar, der Horst, hat mich mal wieder gerettet. Da ich ja kein Alk trinke, hat er mir 2 Krombacher Radlerflaschen mal geliehen. Und die waren bis eben im Kühlschrank, also sind die schon gekühlt. Eine Flasche werde ich jetzt mal hier reinfüllen, eine da rein, dann kommt Thermometer rein, das Ganze wird dann gestoppt und dann schauen wir mal, nach welcher Zeit, welche Temperatur in welchem Behältnis noch angezeigt wird. So, Nummer 1, die zweite Flasche. Da habe ich so blöd gegossen, oder? Es geht, es geht. Ich habe jetzt ein bisschen Schaum, aber der geht ja schon langsam runter. Müssen wir ein bisschen warten. Warte auf den Bus. Ich warte weiter, denn der Bus, da war kein Platz mehr drin. Deswegen warte ich auf den nächsten Bus. Und hoffe mal, der Bus ist leerer. So. Ja, das sollte mal reichen. Der Rest kommt jetzt noch hier rein. Zack. War ja klar, muss jetzt. Oder? Ganz, ganz knapp, aber wie gemalt, oder? Guck mal, wie gemalt. So, ihr geilen Typen. Hier kommen jetzt die Thermometer rein. Wir haben gerade, zeige ich gleich nochmal, bleibt da drin, sehr schön. Wie viel haben wir denn hier in der Bude? 22 Grad. So, hinein mit dir, mein Freund.
Und das Ganze stoppen wir jetzt mal. 5 Minuten sind rum. Schauen wir mal bei dem ganz normalen Bier. Da haben wir jetzt ungefähr, das sind 16, 17 Grad. Ja, circa 17 Grad. Sub. Und bei dem gekühlten, da sind, da haben wir jetzt, das sind 10 Grad. 10 Grad bei dem gekühlten. Und wir lassen die Uhr mal weiterlaufen. Wir gehen jetzt mal auf 10 Minuten. So, 10 Minuten sind rum. Wir schauen wieder. So, was haben wir hier Schönes? Da sind circa 17,5 Grad, würde ich mal behaupten. Ungefähr. Und bei dem, mit dem Gefrierfach, ach, das ist sogar noch weiter runtergegangen. Da sind es jetzt nur noch über 8,5 Grad ungefähr. Ja, dann warten wir noch weiter. Ich sag mal, gute 20 Minuten. Ja, 20 Minuten sind rum. Schauen wir mal wieder nach. Ja, das müssten so um die 18 Grad sein. Und bei dem anderen haben wir 6 Grad. Der andere hat ungefähr 6 Grad. Jo, 6, 6,5, vielleicht auch 7, aber da ist schon mal ein richtiger Unterschied von den Temperaturen. Ich melde mich wieder bei einer halben Stunde. Eine halbe Stunde später. Wir schauen nach. Das sind immer noch ungefähr 18 Grad. Ich glaube, es ist ein halbes Grad hochgegangen. Bei dem anderen ist es eigentlich wieder runtergegangen. Da sind es nämlich auf einmal nur noch 5 Grad. Das sind also 13 Grad Unterschied im Gegensatz ungekühlt und dann halt mit dem Bierkühler hier. Ich melde mich nochmal bei 45 Minuten. Ja, 45 Minuten später. Schauen wir mal wieder nach. Ja, das sind jetzt gut 19 Grad. Und bei dem anderen, das ist der Hammer. 4 Grad? Das ist jetzt auf 4 Grad runtergegangen. Das sind 15 Grad Unterschied. Hammer, oder? Ich warte jetzt noch eine Stunde ab. Und dann sehen wir uns nochmal. Jetzt ist eine ganze Stunde rum. Jetzt schauen wir das letzte Mal auf das Thermometer. Jo. Hier haben wir jetzt 20 Grad, also das Bier schmeckt wie Iltis-Pisse. Und das gekühlte ist nochmal runtergegangen. 3 Grad. Leckt mich fett. Das hat nur noch 3 Grad. Wahnsinn. Ich mache es jetzt mal so. Das lasse ich jetzt nochmal eine Stunde stehen. Dann gucken wir nochmal nach. Und dann gehen wir noch in den Garten und lassen das Ganze mal von der Sonne ein bisschen so beballern. Und dann schauen wir mal, wie sich der Bierkrug da so schlägt. Ich wollte euch noch was zeigen. Kennt ihr diese Teile hier? Die sind richtig cool. Die kommen hier so drauf. Und wenn ihr trinkt, dann sieht das aus, als hättet ihr so ein Schnurrbart. Da mache ich auch noch ein Video drüber. Also am besten abonnieren, dann verpasst ihr das andere Video auch nicht. 2 Stunden sind rum. Hier gucke ich mal gar nicht mehr nach. Das hat 22 Grad fast. Und bei dem, boah, leck mich am Arsch. Immer noch 3 Grad. Wahnsinn, oder? So, Bier ist weg. Aller Bier leer. Und jetzt hört mal, da ist immer noch Eis drin. Ist zwar nicht mehr viel, aber nach 2 Stunden befindet sich immer noch so ein kleines Eisbröckchen da drin. So, wir machen einen weiteren Test. Und zwar, wir haben jetzt knappe 25 Grad draußen, endlich mal wieder warm.
Der kam gerade aus dem Gefrierfach. Das ist ein ganz normaler Becher. Ich habe hier Cola. Die ist im Kühlschrank gewesen. Jetzt kippe ich in beide was rein. Dann kommen die Thermometer wieder rein. Und dann tun wir einmal nach einer Viertelstunde messen und dann nach einer halben Stunde nochmal. So, jeweils ein halber Liter jetzt drin. Die Thermometer wieder rein. Zack und zack. Und hier wird jetzt gestoppt. Und wir sehen uns dann, ja, sag mal, nach einer Viertelstunde wieder. Ja, eine Viertelstunde ist rum. Wir haben gut 30 Grad in der Sonne. Und jetzt schauen wir mal. Der normale Becher, ungekühlt, hat circa, ja, 18,5 bis 19 Grad. Also, ja, ist noch okay. Und der gekühlte, jawohl, der steht bei ca. 9 Grad, also 10 Grad weniger. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal weiterlaufen, bis wir eine halbe Stunde voll haben. Und dann tun wir nochmal messen. Ja, eine halbe Stunde ist rum. Wir schauen wieder nach. Ungekühlt. Oh ja, schöne warme Iltispisse bei 23 Grad. Und mit dem Bierkühler sind wir wie eben schon auf circa, ja, 9 Grad. So, gute 45 Minuten später. Hier haben wir jetzt schon fast 28 Grad. Und bei dem kühlen Bierkrug sind es, ja, wie schon eben, 9 bis 10 Grad. Prima, prima. Ja, jetzt habe ich euch den kühlen Bierkrug auch mal vorgestellt. Also mir hat dieser richtig gut gefallen, weil der die Flüssigkeit, die man reinfüllt, richtig schön kühlt, auch über längere Zeitraum. Ich denke mal, ich könnte es noch mal nach einer Stunde nachmessen, aber dann wäre es wahrscheinlich so bei 10, vielleicht 11 Grad. Also kann man den prima nehmen, um seine Getränke länger zu kühlen. Eignet sich halt ideal zum Beispiel, wenn ihr grillen tut und ihr seid der Grillchef, habt die Schwenker auf den Grill geschmissen, dann trinkt er was, dann geht er wieder zum Würstchen wenden. Zwischenzeitlich genehmigt ihr euch wieder einen Schluck und das Ganze bleibt dann die ganze Zeit über schön kühl. Wer Interesse daran hat, den Link dazu pause ich im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt ihr direkt zu dem Produkt hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video.